Michael, unser Thema ist heute wertvolle Kommunikation. Hörst, Alter, reden wir nicht immer durchs Büdel, du Wappler! Hallo und herzlich willkommen bei Ich hab da was TV, der Montagshow. Mein Name ist Michael Schober, der nette Herr von Ich hab da was TV. Und heute senden wir aus der Landesberufsschule Waldeck neben mir der Michael Bauer, ein Trainer, der heute hier einen Vortrag gehalten hat. Michael, Dankeschön fürs Kommen. Gerne und danke für die Einladung. Sehr gut. Michael, unser Thema ist heute wertvolle Kommunikation. Hörst, Alter, reden wir nicht immer durchs Büdel, du Wappler, Vollkoffer. Also, Thema wertvolle Kommunikation. Ja, das war jetzt nicht gerade sehr wertvoll. Ein Paradebeispiel, ja. Wie es nicht funktionieren genau. Soll. Ja? Michael, kommen wir mal zu der Definition, was heißt wertvoll zu kommunizieren. Ja, wertvolle Kommunikation ist einfach eine Strategie, um mit dem Gegenüber in Verbindung zu kommen, um lösungsorientiert und wertschätzend zu kommunizieren, sei es jetzt in schwierigen Situationen oder auch in erfreulichen Situationen. Das ist, ja. Okay, einfach, dass man positiv behaftet ist. Genau. Sag, was für ein Modell arbeitest du? Ich habe vorher gesehen, 4 Stufen, 4 Schlüssel. Welches Modell verwendest du? Also ich arbeite nach dem Modell von Marshall B. Rosenberg. Der hat da 4 Schlüsselunterscheidungen erfunden, entdeckt, wie man immer sagen kann. Da geht es einmal über Beobachtungen, gegenüber von Beobachtungen, gegenüber von Bewertungen, Gefühle, gegenüber von Gedanken. Dann haben wir noch die Bedürfnisse, ein ganz wichtiger Part da drin, gegenüber von Strategien und Bitten, gegenüber von Forderungen. Ja, diese Unterscheidungen hat man da. Michael, wo ist dieses Modell anwendbar, beziehungsweise wer ist deine Zielgruppe? Also meine Zielgruppe anwendbar ist überall dort, wo man in Kommunikation tritt. Partnerschaft, Familie, Väter, Mütter, Kinder, überall dort, wo kommuniziert wird und auch in der Arbeitswelt. Auf die Arbeitswelt nochmal zu sprechen zu kommen, was genau magst du da? Ich unterstütze Firmen beim Einführen von Sicherheitskonzepten mit in Bezug auch mit gewaltfreier Kommunikation, wertvoller Kommunikation. Ist das nicht oft schwierig einfach? Wie schaut das da aus bei den Firmen? Es ist gerade in Entstehen und ja, bis das Anklang findet und durchgeht, ist ein bisschen schwierig und herausfordernd. Das ist quasi deine Spezialität, dort genau. Da das richtig hineinzubringen. Wo können dich unsere Zuseher finden? Auf einer Homepage eigene habe, Facebook, Instagram, YouTube. Also in alle Social Medias, alles natürlich wie immer, liebe Zuseher, unten eingeblendet. Michael, ich sage Dankeschön, dass du heute in die Sendung gekommen bist. Danke auch für den Vortrag. Ich sage auch danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Danke, liegt ganz auf meiner Seite das Vergnügen. Ja, liebe Zuseher, auch ich bedanke mich bei euch für das Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Schau, 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 ich hab da was. TV.